Echt, Roger, bleib mal stabil. An, auch angenommen. Oh, Gott sei Dank, Alter. Alter, Munition 17.000, yo. Egal, hau rein, oder? Ey, wenn ich einstelle, ne? Outfit, gespeicherte Dingsbums. Roboterverkleidung, gespeicherte Outfits, dann sind das die, die wir anhaben, oder nicht? Roboterverkleidung, gespeicherte Outfits, ich hab keine Ahnung. Hast du auf leicht gestellt? Willst du gar kein Geld haben? Wie auf leicht? Steht hier, Schwierigkeit leicht. 0,5 AP. Was, echt? Geld. Steht's da? Ja, hab ich jetzt irgendwie verkackt, aber wir haben alle die Kleidung an. Wir spielen jetzt einfach Kack drauf. Heiß mache ich dann schwer und los. Ist das so ein anderes Oberteil, Bobek? Das ist doch nicht dieses Rüstungsding, oder? Oder kannst du das noch nicht kaufen? Ich habe das gekauft, was ich kaufen konnte. So, weil das sieht irgendwie alles ein bisschen dünner aus, als das wir tragen. Ist das jetzt das letzte oder was? Ne, das vorletzte. Ah, okay. Hier ist Motorräder klauen und im nächsten ist dann quasi Banküberfall. Dann greifen alle komplett zusammen. Das, was wir gerade geklaut haben, diese Ladung, die benutzen wir dann, um den Tresor aufzubrennen und solche Sachen. Die Motorräder, die wir jetzt gerade klauen, die nutzen wir dann als Fluchtfahrzeuge. Und so greift das alles dann schön aneinander. Warum auch immer man Motorräder nimmt? Weil die schneller sind als Autos. Und du am Ende ein Gebirge hochfährst und dann falsch im Schwung machst. Mach ich das? Also das Finale, wenn man das normal spielt, ist halt Motorradfahren, eine fette Flucht und am Ende ein falscher Sprung von einer Brücke und dann mit Schiff noch weg. Ah, cool. So, jetzt kommt bitte alles... nicht auf die Idee auszusteigen, okay? Sonst raste ich mir komplett aus. Und lass die Motorräder heile. Oh Gott, lass die Motorräder heile. Ist er zu weit vor, oder? Sind überall noch welche? Ich fahr ja mal rum. Sind ja auch kaum viele gewesen. Stehen die ganzen Karren denn? Wir liegen hier. Da ist eine. Hier vorne. Im Libowerk. Hier sind übrigens Rüstungen drin, ne? Da wo ich bin. In der Garage, falls jemand noch Rüstung braucht. So, ich hau ab, ne? Alles klar, habt ihr alle? Ich fahr jetzt auch los. Und Bowerk nicht zerlegen, ne? Ja, ja, ja. Da kommen auch noch Verfolger, ne? Echt? Ja, also nicht, ja, so, ne? Rüstung sollte voll sein, aber Rüstung lag da gerade noch ultra rum. Jetzt hätte ich mich fast zerlegt. Es ist auf jeden Fall, jetzt habe ich mich zerlegt. Oh, fuck, Mann, ey, und der steht nicht auf. Jetzt hier irgendein Bug. Ich schlitter hier gerade die Straße runter. Ich bin da. Ich schlitter hier gerade gemächlich die Straße runter. So eine ganze Straße. Er rutscht einfach auf seinem Rücken lang. Fuck, wo muss ich denn rein? Nein, wo bin ich? Nein. Hier bin ich falsch. Nein. Ach, da oben. Oder was? Hier richtig? Nee. Hä, wie komme ich denn da hin? Ich bin so am Sack. Das gibt's gar nicht. Ich bin zu blöd, um das zu finden, wo ich hin muss.
doch nicht. Das war ein hartes Fail jetzt gerade. Ich habe so eine ganze Straße voll mit Lost-Leuten. Wir können ja herkommen mit Autos. Wo ist diese scheiß Karre, Mann? Alter, das gibt's gar nicht. Das sind so viele. Das sind so viele. Ich muss alleine gegen so eine ganze Armee von denen kämpfen gerade. Warte doch, mach doch nicht alleine. Von hinten kommen sie auch. Von vorne kommen sie. Ich kann voll nicht laufen mit der Rüstung. Vor allen Dingen. Okay, ich hab's geschafft, bin wieder drauf. Scheißkarre qualmt total. Alter, sind hier viele. Komm da weg! Ja, wir sind mit dem Auto hier. Alles gut. Ich habe ein weiteres Motorrad geklaut in der Zeit. So einen Schopper haben wir jetzt auch noch. Was habt ihr gekriegt für die Kacke? Kommt noch. Jetzt haben wir noch. Haben wir noch ein bisschen Zeit für das Final. 21.000. Ja, gut, weil es halbiert ist, ne? Also, ich fand gestern, als wir es auf schwer gespielt haben, leichter als jetzt auf leicht. Jetzt müssen wir uns ranhalten, Finale. Alter. Jetzt müssen wir uns ranhalten. Ich wollte nicht ultra viel länger als 11 Uhr spielen. Ja, jetzt müssen wir aber noch durchziehen hier, die Kacke. Vielleicht kriegen wir es ja beim ersten Mal hin. Na, ich check gleich nochmal, ob ich Rüstungen habe und ob ich Snacks habe, aber ich glaube, ich habe da alles da. Wie sieht das bei dir aus, Boberg? Ja, ich habe gerade einen schwarzen Bildschirm. Ich kann es dir gerade nicht sagen, aber ich müsste eigentlich auch alles haben. Wenn wir da gleich in die Bank gehen, ne? Je nachdem, was du bist. Aber er schießt auf keinen Fall die Geiseln. Nein. Du musst nur auf den Boden schießen. Du darfst nur auf den Boden schießen. Und sowas. Du kannst mich ja wieder den Panzerknacker werden lassen. Dann schnapp ich mir die Kohle und brenne die Schlösser auf. Ich gehe noch ein letztes Mal Pipi machen. Du, check mal jetzt bitte eure Bestände an Essen. Hab ich alles. Ich auch. So. Watch it there, boss. Wer da? Ja. So, alle angenommen. Na klar. Was geht mit Schreiben? Jetzt ist schwer, ne? Ja.
geht ab. Bei irgendwem ging der Summer. Bei mir nicht. Klar, 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 klar. Oh Gott, dieser Schwachkopf. Ich soll dich wieder Hacker machen? Oder was hast du gesagt? Ja, wie heißt denn das, was ich bin? Genau. Sprengmeister war das, glaube ich, was ich letztes Mal war. Genau, Sprengmeister. Und dann kann ich die Schlösser durchbrennen und sacke das Geld ein. Haben wir es genau so gemacht wie gestern. Ich kann natürlich auch einfach wach abladen, dann stehe ich rum und schieße auf Leute. Hacker, du, ich setze dich wieder Hacker. Sprengmeister. Ich mache Bewacher. Und so und so und so. So, mach mal bereit alle. Jetzt bin ich Hacker, das war ich gestern nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Achso, dann machen wir es anders. Ich war Sprengmeister gestern. Dann macht er Hacker. So. Und los geht's. Genauso war es gestern mich auch. Er hat gehackt und ich habe, genau, Roadjack und ich haben das gemacht. Dann können wir es genauso spielen wie gestern. Geile Klamotten, Mann. Puppenplastik ist richtig creepy. Alter, kaufe ich mir gleich noch hart den Progen, ne? Parts! Oh, Hammer. Die Clownsmaske. Ultra gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Ach, warte mal. Outfit. Wieso haben wir nicht unseren Dings-Outfit? Oh Mann. Alarm. 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 Bobek fällt aus der Reihe natürlich, ne? Alarm schön schwarz an. Ich hab gerade durchgeschaltet und dann ging's los. Ja, fuck. Fuck, ich hab so einen Wrack an. Ich... Was war das? Okay, ich, es bringt nichts, dich wegzuspringen. Es macht Spaß. Ja, aber jetzt dauert alles noch länger. Oh, Mann. Es hat Kohle gebracht. Dr. Python, wir in den freien Modus. Ja, klar, was denn sonst? Alles klar, Imager. Mal los jetzt. Ich hänge noch im Ladebildschirm. Michi, du? Ich hänge im Ladebildschirm. Ja. So, ich bin... Man kann genau dieses Outfit speichern? Und wie funktioniert das? Nee, das, was du gerade anhast, ist mit gespeichertes Outfit gemeint, glaube ich. So. Immer noch im Ladebildschirm? Nee, ich bin fertig. Okay, ihr seid alle eingeladen. Okay, alle treten bei. Sehr gut. Schwer gespeicherte Outfits, alles klar. Alles gekauft, okay.
Worauf spart dieser Roadcheck eigentlich? Er hat weder ein Boot, noch einen Hubschrauber, noch irgendwas und er hat gestern schon 1 Million verdient. 10 Millionen Learjet. Warte mal, Hacker, Sprengmeister. Das war andersrum, ne? Genau, ich war Sprengmeister. Ja, mach mal auf Bereit. Und ja, jetzt geht's los. Ich wechsle jetzt Klamotten. Wieso hat er jetzt nicht das Ding an? Na, das hat er's. So, bereit zum Spielen. Ja, Bobek hat irgendwas anderes an, aber es kann natürlich an seinem Level liegen. Die Rüstung ist die schwere, ich kann noch nicht mehr. Na, wird wohl ausreichen. Vielleicht kann er noch nicht diese Heavy Armor West kaufen. Auf jeden Fall läuft er damit ultra langsam, der Tasche und den Klamotten. Gleich wieder Blechschaden. Also an denken, bitte keine Passanten abknallen. Das führt dazu, dass man viel mehr Polizei bekommt und FBI und so eine Scheiße. Okay. Das muss ja nicht sein. War er eigentlich mit seinem. War er mit seinem Kuruma da? Nee. Doch. Ach, der ist dann, der steht dann in seiner Garage, ne? Naja. Müsste eigentlich zurück in deine Garage gehoben werden. So, jetzt wird's ernst. Knacks, 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 knacks. So. Los geht's. Auf keinen Fall die Dings erschießen. Oh. Die Wachmänner aber schon? Da liegt eine tote Frau auf dem Boden. Haben wir Kacke gebaut? Guck dir die Fuchs an! Ida! Ich glaube, das war der Wachmann. Vielleicht hat der sie erschossen. Naja, wenn ihr sagt. Genau, hier auf den Boden schießen, wenn dieses Einschüchterungsding runtergeht. Aber nicht. Ja. Aber nicht die Geiseln erschießen. Auf keinen Fall. Und auch nicht zu nah dran schießen. Ja. Scheiß Lade, viel zu hell, Mann. Warte, bis das Tor geöffnet wird. Klinks! So, wir sind unten. Wachleute sind erschossen. Das müsst ihr mir Bescheid sagen, wenn jemand runtergerannt kommt, ne? Ja, ich schieß die aber alle schon an der Treppe ab. So, ich zieh. Los, wir müssen schießen! Einschüchtern! Los, schießen! Schießen, hier schießen! Schieß doch! Ein Wachmann kommt runter, den habe ich nicht erwischt. Okay. Der kann ruhig kommen. Warum geht das immer weiter runter, wenn ich auf den Boden schieße? Weil hier drüben noch welche sind, um die wir uns kümmern müssen. Schieß mal unter der Decke, Lampen kaputt und so eine Scheiße, das ein bisschen Stress macht. So, ist offen. Ich kann mich nicht mal um den Wachmann kümmern. Ich gehe jetzt rein. Ja, den Wachmann habe ich noch gekillt. Okay, sehr gut. Kann ich mir nicht hätten. Na, egal. Ich werde auf jeden Fall das Geld gleich nehmen. Jetzt schön vollstopfen. Da ist irgendwo ein Wachmann, ne? Ja, ich hoffe, der kommt hier nicht runter, weil wir sind gerade am Geld einsammeln.
Ja, ich, der kommt hier. Und tot. Sehr gut. Guckt euch mal die Beuteanzeige an, ihr wisst, was los ist. Und maximal eine Million, oder was? Ja, aber wir kriegen 2 Millionen raus. Also du kriegst 500.000 später. Ne, 1,35 oder so sind das. Okay. So, wir haben alles. Er packt jetzt Dinger ein. Wir kommen jetzt hoch. Okay. So, ab jetzt wird's interessant. Machen wir es wie gestern mit den Raketen rausschießen erstmal? Ja. Und alle sollten ihre Panzerung nochmal erneuern. Ich hab alles aufgefüllt. Meine ist voll. Okay, ich hab ein bisschen kassiert von den Wachmännern, die ich gekillt habe. Okay, dann... Was passiert denn jetzt? Wir müssen fliehen. Ah. Mann, ich muss da herkommen dann, ne? Ja. So, jetzt kommt damit der Shit hier. Eigentlich auf jeden Fall ein bisschen im Hintergrund, ne? Und wir müssen gleich links abbiegen. Genau, wir müssen gleich links abbiegen. Rausgehen und dann links halten. Aber ich werde vorher, glaube ich, ein paar Raketen auf die Polizeiauto schießen. Okay. Okay, mal raus, mach mal. Ja, wir müssen uns mal bewegen. Okay, und dann in die Gasse rein. Und los geht's, genau. Mehr Raketen wollte ich nicht verschießen jetzt. Schön 5 Sterne. Auch darauf achten, die kommen auch von hinten. Einfach weiter nach vorne. Electric Biscuit? Ja. Boah, kassieren die, Mann. Hier vorne müssen wir. Nee, da unten müssen wir rein. Von hinten? Weiter gehen, ne? Immer schon weiter vorne geradeaus gehen. Ihr könnt nee, aber von hinten waren, kamen drei. Du hast kaum noch Leben, ne? Ja, ja. Fühl mal auf. Hab grade... Mach mal irgendwas. Moment. Ja, ja, ja. Alter, ich muss mich mal kurz hier bewegen. Bist du hier nicht runter? Ich kassiere hart. Ich kassiere hart. Tim, wir müssen doch hier schnappbiegen. Alter, ich kassiere super krass. Was ist denn hier los? Du bist zu weit gegangen. Nee, bin ich nicht. Fuck. Fuck. Alter, hier kommen gerade News runter. Hier kommt gerade News runter. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Kehre zurück zur Fluchtroute? Hä? Ja, Dings ist, der Roadjack hat versucht, zu seinem Haus zu gehen, glaube ich schon. Das geht, glaube ich, erst, wenn wir alle als Truppe angekommen sind, sonst gilt das als nicht mehr Fluchtroute. Okay. Also da, wo er jetzt, also wir... Der Trick ist ja, dass du in dieses Gebäude von ihm reingehst, wo wir dann an seine Fahrzeuge rankommen und eben keine Motorräder nehmen müssen als Flucht. Ja, wir müssen nur da, bis dahin müssen wir hinkommen. Das müssen wir schaffen. Genau. Ja. Wir müssen, übelst das Inferno. Wir müssen halt schneller auch durch dieses Ding durch, ne? Durch die Gasse. Das war zu langsam auch gerade eben. Boah, ich hab schon wieder so hart kassiert. Ich hab richtig böse kassiert gerade. Ich muss mir nächstes Mal eine neue Rüstung anziehen. Ja. Ich hab grad einen Kopfschuss bekommen oder sowas. Meine Rüstung ist weg und meine HP auch zur Hälfte. Ich zieh mich kurz um. Dreht euch mal bitte eine nach hinten und passt mal auf mich auf. Eine nach hinten bitte absichern. Ich zieh mir eine neue Rüstung an. Ja, okay, mach du das. So, wir gehen hier gleich rüber. Hier oben. Kommt ihr? Sekunden, ich zieh mich noch an.
Und wollte dann haben. Nein, den esse ich jetzt nicht. Rüstung muss rein. Er ist aber auch so langsam. Kommt ihr hierher? Nicht die Gasse runter, über den Zaun springen. Auf die Garage drauf. Ah, fuck. So, wir sind richtig gut durchgekommen gerade. Und dann da gleich über die Mauer, ne? Hier über die Mauer. Genau da. Ja, hier stehen Bullen, ne? Hier stehen jetzt erstmal gar keine Bullen. Komm hier hinterher. Oh, ich muss essen. Boah, hab ich. Das war haarscharf. Was ist hier los? Ja, was ist denn jetzt hier los? Wir werden auch noch weiter angehittet, ne? Los, weiter, los. Wie läuft das so komisch? Gestern war das alles ganz anders. Ja, wir haben News, das ist die Kacke, ne? Weil wir einen scheiß Passanten erschossen haben. So. Kommt ihr? Er ist jetzt gestorben. Ich nicht. Das Grenzüberschreitung. Ah, das gibt's doch nicht. Wir hatten jetzt Grenzüberschreitung gemacht. Wir alle? Wir sind fast da gewesen. Ach ja, weil wir den Punkt nicht geholt haben. Das ist kacke mit News, Alter. Kann man das nicht komplett starten? Wie, was komplett starten? Es kommt, weil wir diese eine Frau am Anfang geschossen haben. Ja, wir müssen es aber so durchziehen jetzt. Na gut. Wir müssen bis zum Kuruma müssen wir so kommen. Don't stay behind, go fast. Genau, das, so machen wir das jetzt auch. Genau. Nicht zu viel schießen. Okay. Und weiter. Und dann wieder da über die Mauer. Dann müssen wir haben den unten an der Treppe den Punkt vergessen. Steht hier ein Auto rum, Mann. Und weiter, los, weiter. Hallo, ich kann nicht mehr aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Was ist denn das? Du bist hinter mir, du Schiss. Ja, jetzt. Der ist die ganze Zeit über den Boden gerobbt. Eieieiei, richtig auf der Kante geklatscht. Schöner Blutfleck. Wo müssen wir jetzt den Punkt holen? Den da vorne, den haben wir aber. Jetzt müssen wir weiter hier. Und dann geradeaus die Treppe runter. Okay, jetzt haben wir den Punkt. Okay, Rutsch. Shower down, sehr gut. Okay, weiter, oder? Von hinten. Irgendwo von hinten kommt. Ach, Scheiße. Nicht gucken, gehen. So, hier unten sind noch welche. Ja, ich bin sofort tot. Ja, tot. Wo bist du gestorben? Mitten auf der Straße. Ich bin gelaufen. Oh, Mann! Wie weit ist denn das von da noch? Nicht weit. Nur noch die Gasse runter. Und einmal abbiegen. Okay. Alter Schwede, jetzt langsam nervt's. Ich habe auch schon wieder 150 Mal kassiert. Ja, diesmal schon in der Bank, das war ein bisschen dumm. Falls du was essen musst oder so, tu es. Im Gehen. Bitte nicht immer vor meine Raketen laufen. Da kassieren wir alle von.
Okay, und denselben Weg wie gerade eben. Los, los, los. So, jetzt ziehe ich mir gerade mal eben eine neue Rüstung an. Oh ja, keine schlechte Idee, das können wir direkt hier machen. So. Einer muss den Punkt holen, haben wir. Nächster Punkt. Nächster Punkt und runter hier. Was ist los? Ach so. So, okay, und wie geht's hier, Electric Biscuit? Warte mal, wir hätten das haben wir nicht geholt hier. Gebetsüberschreitung. Doch, haben wir. Bei mir haben wir es geholt. Nein, der Punkt ist doch da noch. Bei mir steht Gebetsüberschreitung. Was, echt? Ja, alle müssen da hingehen. Haben wir jetzt alle? Nein. Jetzt? Ich hab ihn. Du auch? Ich hab jetzt einen links von mir. Ich muss mal hier vorne. Na, Mann! Ey, jetzt langsam wird's hart. Ja, wir standen ja gerade einfach viel zu lange rum. Ja. Bewegung. Ja, du musst immer in die Nähe von den Punkten hingehen, darauf nochmal achten. Nur in die Nähe. Das Ärgerliche ist halt, dass man dabei die ganze Zeit Rüstung verschwendet, ne? Ja. Ich habe jetzt noch 2 Stück in petto. Danach war's das. Das heißt, wir können jetzt... Kann man... Also einmal noch quasi. Kann man nicht noch irgendwelche kaufen? Ja, jetzt nicht mehr. Kannst halt keine mehr in petto kaufen jetzt. Nicht so weit vorlaufen, nicht so weit vorlaufen. Nicht, dass du gleich wieder kassierst. Okay, und hier drüber. Komm, los, zum Zaun. Zack, zack. Da musst du quasi einmal in die Nähe von dem Punkt gehen. Aber nur in die Nähe. Brauchst nicht genau dran gehen. Ja, ich hab... Hast du den Punkt? Ja. Den hatte ich eben auch. Okay, und weiter. So, geht's dir gut oder musst du was essen kurz? Ich muss eine neue Rüstung anziehen. Ich habe auch gut ein bisschen passiert. Ich muss essen. Hast du den Punkt? Boberg? Ja, ich muss essen. Aber wenn ich hier stehen bleibe, werde ich erschossen. Hier war doch gerade ganz chillig. Hier kann man kurz snacken. Wo ist ein anderer Typ? Er chillt da. Ich muss was essen. Ich bin so zu. Bewegt sich nicht. Ich denke, der kommt uns hinterher. Hast du gegessen? Hast du diese Peace and Cues, ne? Ja. Hast du noch was? Ja, du kannst doch nichts anderes.